Handballspieler Johannes Goller zu Gast bei der HNA in Kassel. Drei Spiele stehen dem 20-Jährigen noch im Trikot der MT Melsung bevor. Dann geht es für den Kreisläufer in den Norden. Ab der Saison 2018-2019 steht er bei den Champions-League-Siegern aus dem Jahr 2014 SG Flensburg-Handewitt unter Vertrag. Wir blickten mit ihm auf seine Zeit bei der MT Melsung zurück. Außerdem sprachen wir mit ihm darüber, was er an seinen Fans aus Nordhessen schätzt und warum er sich letztendlich für die SG entschieden hat. Für Sie sind es jetzt natürlich die letzten drei Spiele für die MT Melsung. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die letzten drei Spiele? Ja, wir haben erstmal als Mannschaft noch einiges vor. Wir wollen mindestens ein Spiel gewinnen, wenn es geht sogar natürlich alle drei. Natürlich wird es auch emotional bei meinem letzten Heimspiel, sich von der Arena zu verabschieden. Aber ich freue mich auf die letzten Spiele mit der Mannschaft und will die nochmal genießen. Was waren so die besonderen Momente im Trikot der MT Melsung? Ja, es gibt einige Spiele, die da in Erinnerung bleiben. Super Heimspiele, die wir gemacht haben. Wir haben gute Zeiten erlebt, manche auch nicht so gute. Aber auch der ERF-Pokal letztes Jahr hat schon einige positive Erinnerungen hinterlassen. Blicken wir auf das nächste Spiel. Es geht gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist der amtierende deutsche Meister. Mit welchen Erwartungen reist die MT Melsung zu diesem Gegner? Ja, natürlich wollen wir ein super Spiel machen. Hoffen wir vielleicht, dass die Löwen nicht ihren besten Tag haben und dass wir dann vielleicht ein oder zwei Punkte mitnehmen können aus Mannheim. Was ist für die letzten drei Spiele möglich, punktemäßig? Wir wollen auf jeden Fall das Heimspiel gewinnen gegen Berlin und die anderen zwei sind keine Muss-Spiele, aber ich denke, wenn wir einen guten Tag haben, dann ist auch da was möglich. Okay, vielen Dank.